wollte, was eigentlich am 12. Mai geleakt wurde, für den 12. Mai geleakt wurde, ist aber nicht in das Spiel reingekommen. Letzte Woche war das gleiche. Da war auch Verspätung. Was hat das zu bedeuten? Und Epic Games hat gepostet auf Twitter, dass es um einen Fehler handelt. Letzte Woche war es ein Fehler, diese Woche, weil es ein riesen Update war. Das ist halt das Ding, es war ein riesen Update und die haben es erst in einer Woche geschafft und darum wird es verzögert. Wenn wir jetzt mal gucken, Apex, jetzt denkt ihr so, Apex hat doch gar nichts mit Fortnite zu tun. Leute, doch Leute, wenn wir jetzt gucken, die neue Season 5 ist in Apex ist rausgekommen. Und sie hat die Herausforderung auch alle verspätet. Und Fortnite hat das Update auch verspätet. Weil Leute, die Season würde auch eigentlich auch am 12. Mai um 19 Uhr kommen. Und das Update hätte nicht in der Früh kommen sollte, sondern es wurde auch geleakt, dass es am Abend soll kommen. Dann hat sich Epic Games geäußert und hat, Leute, jetzt schnallt euch da draußen an. Epic Games hat was mit Apex zur Hand, ne? Und es kann sein, dass die nächste Season mit Apex zusammen verbinden kann. Also es kann sein, dass Fortnite, so wie Apex sich jetzt in die nächsten Season aufbaut, das kann sein, oder Fortnite bleibt so, aber es wird, weil Apex hat ja jetzt auch was in der neuen Season mit Wasser zu tun, und dass dann die neuen Info von Apex dann zu Fortnite rübergeht, zu der neuen Season. Das kann sein, dass dann die Infos, ich erkläre es nochmal, Leute, dass dann, also, Apex ist die neue Season rausgekommen. Die Season 5. Und da hat es alles mit Wasser zu tun. Ne? Und in Fortnite soll ja die neue Season auch mit Wasser zu tun. Und es kann sein, dass Apex in der neuen Season die neuen Infos zu der neuen Fortnite-Season bringt. Das kann sein, aber man weiß es noch nicht bis 100%. Ich sehe dann Gegner, aber ich will jetzt nicht hier auf den jetzt Ramp zusammen machen, weil das kann sein, dass er die Runde nichts mehr wird, weil es schaut aus wie ein Schwitzer. Das kann sein, dass Apex dann die Infos zu der neuen Season rausbringen wird. Oder es kann sein, dass Fortnite... Aber Leute, nein, jetzt passt auf. Leute, wenn aber Apex was mit Fortnite zu tun hat, Leute, und da die neuen Infos gibt, dann müsste hier, Leute, wenn man jetzt hier guckt, Lazy, da war ja bei vielen YouTuber, hat man, also auf Twitter wurde auch gepostet, die Karte, Leute. Die Karte, dass hier auch ein bisschen blau ist und so bei Lazy Lake. Und wenn es bei Lazy Lake blau ist, dann wird sich bei Lazy Lake so wie in Apex was verändern. Also es wird so ähnlich wie Leo Tilted, nur so in Apex-Modus. Das kann sein. Ne, und wenn jetzt, Leute, wenn wir nach Lazy Lake gehen und im ganz neuen Haus, Leute, das neue Haus, wo ins Spiel gekommen ist, in Lazy, wenn man jetzt da reingeht, dann sieht man genau am Anfang im Eck, also genau wenn man reingeht am Eck beim Eingang, Leute, zum Riesenhaus da am Eingang, dann sieht man rechts in der Ecke, da sieht man so ein kleines Schild. Und das Schild, das sieht man bei Apex so oft, Leute. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Runde reinzieht, dann war das ja in Season 4, war ja Apex Lava. Apex war Lava. Und es kann sein, dass, Leute, jetzt schneide ich an, es kann zwei Sachen sein. Es kann sein, dass Lazy... Es kann... Es kann theoretisch sein, dass Lazy beim Blauen... Geh mal so an, Alter. Mach jetzt keinen Scheiß. Dass Lazy dann in der Ecke des Apex-Schild, dabei das, wenn man... Das war ja Lava. Und das ist das Lava-Schild von Apex, Leute. Und wir hatten in diesen 8, in diesen 9 und diesen
10, glaube ich, kann sein, hatten wir ja der Vulkan noch im Spiel und so. Und es kann sein, dass dann Lacy hier, wenn man jetzt ein bisschen hier guckt, da ist ja Schnee. Dass dann von Lacy die Wärme hochsteigt, von Apex die Wärme hochsteigt nach Lacy und dann zu dem Berg hochsteigt und dass dann der Berg sich zu Vulkan auflöst. Das kann theoretisch sein. Oder es kann sein, ich war hier schon, es kann sein, dass theoretisch, dass dann hier ganz am Außen in die Berge dann da Apex, also wenn man da reingeht, halt, ja Leute, so wie Neo-Tilte, wenn man nach Neo-Tilte geht und da reingeht, dass es dann in Apex-Modus ist, also dass man dann die Waffen von Apex hat, dass dann das ist, das kann natürlich sein. Also auf jeden Fall, Leute, müsst hier immer aufpassen. Hier ist es immer. Da ist es. Da auf jeden Fall, Lacy hat mit dem Berg was zu tun. Und wenn wir jetzt, Leute, jetzt kommen sie und jetzt schneide ich an, Leute. Viele haben gesagt, der Eiskönig, der war so geil. Viele wollen ihn wieder zurück. Und er kommt vielleicht zurück. Vielleicht aber nur. Weil das Berg kann auch sich auflösen, wenn der Vulkan wiederkommt. Dann kann sich theoretisch auch Polar Peak wieder aufbauen. Weil wenn wir jetzt hier gucken, dann ist hier auch schon eine kleine Stadt. Dass dann wieder sich hier bei dem Schnee sind wir ja hier eine kleine Stadt und in der kleinen Stadt kann sein und da Leute, jetzt schneide ich an, da wohnt einfach vielleicht, man weiß noch nicht, viele haben gespätigt, da wohnt Eiskönig und wenn der Vulkan zurückkommt, dann wird es Eiskönig bemerken, ne? Weil Eiskönig will hier wieder so ein kleines Dings, will wieder Polar Peak auf dem Berg aufbauen. Und wenn der Vulkan kommt, dann denkt sich jetzt Eiskönig bestimmt, warum baut er sich hier aus und will so schnell wie möglich wieder Polar Peak, dass dann hier Polar Peak ist und hier der Vulkan und dass dann der Vulkan gegen Polar Peak, also Ruin. Digga, warum schreibt mich jeder bei einem Video? Das war ein Polar Peak gegen. Also das Ruin hat ja den Vulkan gehört. Das Ruin gegen Eiskönig kämpft. Das kann natürlich sein. Und wenn da Apex noch, die Apex-Skins kommen ja auch vielleicht demnächst. Wenn da das jetzt kommt, wenn sich alles da aufkommt, dann kann da hier am Eck kann richtiger Fight kommen. Also kann richtiger Fight, also kann richtig was passieren. Das werden wir entweder in der nächsten Season oder in der Season 4 sehen. Das war nicht, ich glaube diese Season nicht mehr. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es diese Season wieder, dass diese Season schon passiert. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Thank you.
man hätte Black. Das dann hier, Leute, kann ein richtiger Fight entstehen, also Leute. Der nächste kommt, die nächsten Infos haut rein, Leute. Euer Alex Beck. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen, Peace!